Hallo und herzlich willkommen zurück zur FC Barcelona Manager-Karriere mit Xavi. Wir beginnen direkt mal im Sommertransferfenster mit einer Ligapartie gegen Alaves und die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top-11. Ausnahme ist auf den linken Flügel, denn da gibt Philipp Kostic direkt sein Debüt. Zudem kommt Bergwijn ebenfalls mit Torres, macht eine kleine Pause. Gravenberg ersetzt Locatelli. Pavard macht direkt von Anfang an, auch wenn er ein bisschen angeschlagen ist. Und damit gehen wir jetzt aber in diese Partie und wollen natürlich im Camp Nou gewinnen. Jadon Sancho am Ball, Philipp Bonne, Petri versucht ihn aufzulegen auf Wan-Bissaka. Das funktioniert jetzt nicht so toll. Jetzt Kontermöglichkeit für Alaves. Pavard muss sich geschlagen geben. Ronald Araujo kommt angerannt. Ist jetzt hier im 16-Meter-Raum. Der Alaves-Spieler legt jetzt hier auf und der war richtig gefährlich, aber Ter Stegen klärt mit dem Kopf. Es gibt einen Freistoß für uns. Philipp Kostic steht bereit, möchte diesen ausführen, läuft an, zieht ab, perfekt. Aber leider klärt der Pfosten, aber Petri kommt angerannt und macht ihn per Kopf dann rein. Alaves jetzt über den Flügel. Ian Madsen kommt nicht ganz hinterher. Der Spieler mit einem guten Schuss, aber der geht zum Glück auch vorbei. Alaves jetzt im Angriff. Ronald Araujo macht Druck, aber nicht gut genug. Jetzt wird nochmal rübergelegt. Der Schuss kommt in der 43. Spielminute und leider wird ausgeglichen. Kostic findet Ian Madsen über den Flügel. Madsen rennt nach vorne. Immer noch Ian Madsen am Ball. Der zieht einfach mal ab. Aber ja, macht nichts draus. DC hat den Ball. Findet jetzt Jadon Sancho über den Flügel. Der dribbelt sich vorbei. Richtig stark. Jadon Sancho am Ball. Sancho! Ganz knapp am Tor vorbei. Und zudem hat der Torhüter auch noch gehalten. Eckball für uns. Petri bringt die Hereingabe rein. Auf Jadon Sancho, der kommt zum Kopfball. Ronald Araujo leider nicht. Petri am Ball findet Ryan Gravenberg. Gravenberg nimmt ihn nicht an, zieht direkt ab, aber der Torhüter ist leider da. Gravenberg auf Bergwijn. Bergwijn rennt mal nach vorne. Immer noch Steven Bergwijn. Richtig starker Schuss, der Torhüter pariert aber in der Szene. Letzte Möglichkeit ist wahrscheinlich für uns. Petri schlägt die Hereingabe rein auf Ronald Araujo. Und der war zu hoch. Dann spielen wir nur unentschieden. Es war sehr bitter für uns, wenn man ehrlich ist, denn ja, wir haben nicht genug unsere Chancen genutzt. Alaves hatte ja 1-2, eine davon haben sie genutzt, leider, und damit holen wir nur einen Punkt. Julian Araujo verlässt uns. Er geht zu Almeria Liga intern für 21 Millionen und damit sind wir ihn endlich losgeworden. Ich wollte ihn ja unbedingt schon verkaufen in der letzten Saison, jetzt haben wir ihn losbekommen und zwar endgültig. Gegen Vallecano hingegen konnten wir gewinnen, zwar knapp mit 2-1, aber wir konnten gewinnen, dank Jadon Sancho und Joshua Zirkzee. Der nächste Abgang ist unter Dach und Fach und Longley verlässt uns. Der Innenverteidiger wechselt zu Al Nassr für 6,5 Millionen. Wir haben einen richtig guten Ersatz gefunden für Longley. Er kommt aus England von West Ham United, hat eine 82er Gesamtstärke, hat die Nationalität Griechenland. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie er sich bei uns macht. Konstantinos Mavropanos, er kommt zu uns für 32 Millionen von West Ham United. Und darüber können wir sehr erfreut sein, denn wir haben einen unfassbaren starken Spieler gefunden, der auch physisch richtig viel drauf hat. Der Deadline Day ist vorbei, denn da haben wir Mavropanos gekauft. Der Rest, ja, hat sich so ergeben. Ansu Fati wird jetzt eher als Stürmerersatz hergenommen für Zirkzee. Ja, dahinter Philipp Kostic, Farias hinter Sancho. Also die Kaderbreite ist noch in Ordnung. Wir haben Jugendtalente, richtig viele als Mittelfeldspieler. Darüber können wir uns sehr erfreuen. Haben noch welche in der Jugendakademie für die Innenverteidigerposition. Da würde ich aber persönlich sagen, haben wir ja welche. Vor allem Mavropanos, die Dreierabwehrkette. Oder die drei Innenverteidiger haben richtig viel auf den Kasten. Ja, mal schauen, ob wir Fair und Raid einsetzen können, beziehungsweise müssen ab und zu, aber auch, ob sie abliefern. Wenn nicht, haben wir hier noch ein richtig starkes Jugendtalent mit einer 62er Gesamtstärke, ist aber leider erst 15 Jahre alt, das heißt, darauf müssten wir noch warten. Der Keeper mit einer 63er Gesamtstärke bleibt weiterhin in der Jugendakademie. Wir haben noch folgendes Geld, und zwar 385 Millionen in der Karriere, hat das Geld eh keine Rolle, vor allem nicht beim FC Barcelona, deswegen passt das schon. Nach dem Deadline Day gucken wir mal auf die La Liga-Tabelle. Aktuell sind wir nicht so stark, aus drei Partien nur 5 Punkte, ein Sieg, 2 Unentschieden, das kann uns nicht zufriedenstellen. Villarreal führt gerade mit 9 Punkten, genauso wie Celta Vigo und Real Madrid. Der Rest, ja, seht ihr jetzt hier nochmal im Schnelldurchlauf. Die ersten drei Partien haben ja eigentlich noch nicht so viel auszusetzen. Was mir aber auch außerdem nicht gefällt, sind die Auslosungen in der Champions League, denn die werden unfassbar krass. Wir haben FC Chelsea in der Gruppe als auch Galatasaray und den FC
Ja, weiß ich nicht, wie man den ausspricht. Ich werde jetzt immer wahrscheinlich den FC Land sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man das da vorne ausspricht. Wenn ihr das weißt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, die Gruppe wird schwer. Vor allem mit Chelsea und Galatasaray. Mal schauen, ob wir uns da durchsetzen können. In der aktuellen Form würde ich eher nein sagen. Vorher gehen wir jetzt aber auf jeden Fall in die Partie, bevor wir überhaupt über die Champions League reden. Gegen Granada in der La Liga. Die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top-11 und damit gehen wir rein in die Schnell Simulation und möchten jetzt hier hoffentlich gewinnen. Nein, wir spielen nur unentschieden. Die nächste Partie hat es in sich, denn wir sind zurück in der La Liga und spielen gegen Atletico de Madrid. Die sind aktuell 17. Spielen auch jetzt am Anfang nicht so gut wie wir. Wir sind auch nicht in einer guten Verfassung. Auf jeden Fall beginnen sie mit einer 5-3-2-Formation. Wir spielen gegen den Ex-Spieler Robert Lewandowski, der absolut krass war in den letzten beiden Saison. Jetzt beginnen wir noch nicht, denn Locatelli wird ausgetauscht für Gravenberg. Zudem wird Ansu Fati von Anfang an beginnen als ja, Stürmer und ja, das war es eigentlich, was ich vorhatte, zumindest in der Startelf. Locatelli bleibt zu Hause, Crespo kommt mit und ja, damit gehen wir jetzt aber in diese Partie und wollen natürlich uns durchsetzen, mal schauen, ob uns das gelingt, denn Atletico Madrid ist ja genauso in einer schlechten Verfassung wie wir, deswegen denke ich, wird das ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Atletico de Madrid über den Flügel vorbei und Wan-Bissaka. Benjamin Pavard stellt jetzt hier den Spiel unter Druck. Wan-Bissaka konnte ihn relativ einfach überwinden, ne? Schickt jetzt Jadon Sancho über den Flügel, der jetzt hier direkt mal lang läuft. Immer noch Jadon Sancho am Ball, dribbelt sich vorbei an den Verteidiger. Immer noch Jadon Sancho, der trifft, komplett durchrennt in der 6. Spielminute. Erzielt er hier den ersten Treffer, was auch natürlich uns sehr erfreut. Ball jetzt für Atletico. Die bringen den Ball jetzt rein. Ronald Araujo klärt vorerst. Denn Benjamin Pavard macht Druck. Da ist aber eine riesen Lücke des Schusses, der kommt und der geht natürlich rein bei so einer riesen Lücke. Ansu Fati am Ball rennt jetzt hier nach vorne gegen Nito Schlotterbeck, setzt er sich durch und Fati mit diesem Lupfer, der viel zu hoch war. Dann schon bei, wartet kurz, findet Wan-Bissaka mit Sprinten. Wan-Bissaka über den Flügel vorbei an den Verteidiger. Immer noch Wan-Bissaka findet Ansu Fati, der zieht ab, aber Ansu Fati kommt nicht zum Schuss. Dafür Wan-Bissaka aus einem unmöglichen Winkel macht ihn rein per Kopf und zeigt einfach mal seine Klasse in dieser Szene und damit führen wir auch kurz vor Halbzeit. Atletico jetzt über den Flügel. Ihr Matze macht Druck mit einem sehr, sehr starken Zweikampfverhalten. Konnte er diesen Ball erobern. Verliert ihn aber mit einem sehr schwachen Ball nach vorne. Ihr Matze macht die Lücke auf. Jetzt Ronald Araujo, der die Lücke aufmacht. Und dann kassieren wir von Andrew Rabiot den Ball. Sancho findet Petri. Petri legt auf Ansu Fati. Fati versucht es. Fati kommt durch und Fati schießt auf leere Tor einfach mal daneben. Jetzt Atletico über den Flügel. Ihr Matze lässt sich zu leicht auch den Spiel nehmen. Ronald Araujo macht Druck. Ian Matze ist mittlerweile zurück. Crespo macht Druck. Alle sind zurückgekommen. Trotzdem kommt der Schuss durch. Der Stegen pariert. Jadon Sancho über den Flügel rennt er jetzt entlang in den 16-Meter-Raum. Sancho auf Zirze. Joshua Zirze trifft in der 77. Spielminute und damit holen wir uns die Führung wieder mal zurück. Crespo bringt den Ball auf Joshua Zirze und Zirze nimmt sich den Ball. Rennt jetzt hier nach vorne vorbei an Nico Schlotterbeck. Immer noch Joshua Zirze. Er ist der Unterschied. Spieler auf dem Platz, denn er macht hier zwei Tore und damit macht er hier auch einen 2-Tore-Abstand mit diesem Treffer. Jetzt hat den Ball, findet Ferran Torres, der mal direkt nach vorne sprintet. Ferran Torres jetzt gegen Oblak, aber Farias kommt mitgesprintet und der macht ihn rein in der Nachspielzeit und damit machen wir sogar noch den 5. Treffer. Das Spiel wurde abgepfiffen, wir gewinnen sehr außergewöhnlich mit 2-5, obwohl die Partie relativ ausgeglichen war, bis auf am Ende. Die letzten 20 Minuten haben wir komplett dominiert und auch die Tore geschossen, sodass wir am Ende mit 2-5 gewinnen. Wir sind angekommen in der Champions League. Der Titelverteidiger möchte jetzt hier natürlich abliefern gegen den FC Land. Die beginnen mit einer 4-4-2-Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer absoluten Top-11 und damit gehen wir rein in die Schnellsimulation und verlieren das erste Spiel mit 2-1. Stattdessen sind wir aber wieder gut in Form in der Liga, denn die nächste Partie gewinnen wir mit 3-1 dank Ferran Torres, der doppelt trifft, sogar dreifach trifft. Das nächste Spiel kommt und zwar in der Liga gegen Villarreal. Die sind aktuell Zweiter und beginnen mit einer 4-1-4-1 Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer ja, gewohnten Formation, aber nicht aufstellen, denn wie ihr schon sehen könnt, wir haben Ausdauerprobleme.
Sodass wir jetzt hier mit dieser gewissen Elf beginnen werden. Das ist nicht die Top-Mannschaft, deswegen habe ich leichte Bedenken, dass wir hier den Sieg holen. Aber trotzdem ist sie natürlich motiviert, möchte mehr Einsatzzeiten. Das heißt, sie brauchen eine gute Form. Und damit gehen wir jetzt rein in die Auswärtspartie gegen Villarreal. Und natürlich möchten wir gewinnen. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Ekwall jetzt für Villarreal. Die Einmannschaft bringt den Ekwall jetzt rein. Philipp Kostic klärt auf Steven Bergwijn. Der nimmt sich den Ball. Er sprintet auch direkt mal vor mit seinem Tempo vorbei an den Verteidiger und er rennt immer noch weiter. Von hinten kommt zwar einer angerannt und jetzt Steven Bergwijn trifft leider nur die Latte. Der FC Villarreal jetzt im Angriff. Benjamin Pavard stört. De Jong kommt mit dazu. Trotzdem kommt der Spieler durch und Ter Stegen pariert. Eckball für uns. Philipp Kostic bringt die Reingabe rein. Benjamin Pavard steht perfekt. Keiner stört ihn so richtig und damit machen wir den ersten Treffer in dieser Partie. Philipp Kostic über den Flügel kommt vorbei mit seiner Geschwindigkeit an den Verteidiger. Kostic auf Locatelli und er trifft den Pfosten. Kostic am Ball. Kostic findet Joshua Zirkzee, der einfach mal nach vorne sprintet. Zirkzee schießt leider am Tor vorbei. Jetzt Villarreal über den Flügel, sind jetzt knapp am Strafraum dran. Williams stört ihn aber. Locatelli kommt mit dazu und der Young ebenfalls. Der Schuss, der kommt, der war perfekt platziert in der 88. Spielminute und damit gleichen sie leider aus. Diese Partie findet leider jetzt hier ein Ende. Es ist ein Unentschieden gegen Villarreal mit 1:1. Ja, ein bisschen unverdient. Auf jeden Fall für Villarreal, denn wenn man sich so unsere Statistiken allein ansieht, Moment, ich gehe jetzt hier erstmal auf Beenden, wenn man sich hier mal die Statistiken ansieht, 69% Ballbesitz, die waren unfassbar stark mit den Schüssen, hätten auch erwartete Tore von 2:0, Pässe 194, die waren komplett überlegen, konnten aber nichts umsetzen und deswegen, ja, gewinnt leider am Ende niemand, sondern wir holen nur ein Unentschieden. Der nächste und letzte Gegner für die heutige Folge heißt Real Madrid. Die haben einen sensationellen Start hingelegt, wir eher nicht und deswegen wird es sehr schwer für uns. Sie beginnen auf jeden Fall mit einer 4-3-1-2-Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3-Formation, aber nicht mit unserer Top-Aufstellung. Denn Zirkzee ist angeschlagen, dafür darf Ansu Fati von Anfang an beginnen. Grafenberg kommt mit, dafür spielt Locatelli für Frenkie de Jong. Genau, und wir beginnen, denke ich, auch direkt mal mit der Elf. Auch wenn Wan-Bissaka und Benjamin Pavard direkt mal angeschlagen sind, müssen wir schon fast mit dieser Elf beginnen, denn ja, der Rest ist jetzt auch nicht so mit der besten Ausdauer. Deswegen, ja, haben wir jetzt auch hier ein paar Probleme mit der Rechtsverteidigerposition. Ich hoffe, da kommen wir trotzdem über die Runden. Casado kommt auch nochmal mit für Frenkie de Jong und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie und wollen natürlich 3 Punkte mitnehmen. Eigentlich genauso wie bei Villarreal, aber da hat es ja schon nicht funktioniert. Mal schauen, ob es jetzt im Camp Nou funktioniert. Wan-Bissaka am Ball, rennt erstmal vorbei, steckt jetzt Ansu Fati, der bekommt den Ball, ist im 16-Meter-Raum. Ansu Fati schießt am Tor vorbei. Wan-Bissaka am Ball, Bissaka findet Petri, Petri rennt jetzt nach vorne, Petri findet Fati, Ansu Fati scheitert an Courtois. Eckball jetzt für die Königlichen. Arda Güler steht bereit, bringt den jetzt auch rein. Ansu Fati gewinnt nicht das Kopfballduell. Die Königlichen im Angriff bringen die Hereingabe rein und Ter Stegen mit einer Glanztat. Petri ist am Ball. Petri rennt nach vorne. Immer noch Petri. Findet Jadon Sancho über den Flügel. Der hat kleine Ausdauerproblemchen. Kommt aber vorbei und findet jetzt wieder Petri. Petri ist durch. Petri zieht ab. Scheitert am Courtois. Real über den Flügel. Über Juan Mani. Ian Madsen macht Druck. Genauso wie Ryan Grafenbeck. Der mit dazu kommt. Locatelli ebenfalls. Trotzdem ist da die Lücke. Der Spieler ist komplett frei. Jude Bellingham trifft in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und damit führt Real Madrid. Ferran Torres über den Flügeln lauft durch gegen Trent Alexander-Arnold. Gewinnt er zumindest vorerst. Jetzt Petri am Ball. Petri zieht ab und Courtois hält ihn hervorragend. Eckball für uns. Ferran Torres bringt diesen Ball jetzt rein auf Ronald Araujo. Und er kommt zum Kurzball und bringt uns wieder, ja, wenigstens hier ins Spiel und gleicht mit diesem Treffer aus. Ian Madsen am Ball. Madsen mit dem Fehlpass. Grafenberg mit dem Foul und das kann übel enden. Dafür könnte es Rot geben und es gibt leider auch die rote Karte. Damit sind wir jetzt in Unterzahl. Jetzt Real Madrid im Angriff. Ronald Araujo wird ein bisschen abgewimmert, macht jetzt aber Druck, verliert aber das Duell gegen Vini Junior, der dribbelt sich komplett durch und damit trifft Real Madrid und damit führen sie auch jetzt in Überzahl. Jetzt Real Madrid mit diesem Angriff. Ian Madsen macht Druck, Crespo auch, Pavard ebenfalls, trotzdem ist hier alles Lücke nach und deswegen kann diesen Gegentreffer verhindern. Der Farias am Ball, dribbelt sich vorbei, rennt jetzt hier nach vorne, immer noch Bakunda Farias, hat immer noch den Ball, findet Pedri
Pedri. Pedri jetzt im 16-Meter-Raum, zieht ab und schießt am Tor vorbei. Diese Partie wurde abgepfiffen. Wir verlieren im Camp Nou mit 2:1 in Unterzahl. Ja, und wir suchen immer noch nach unserer Form. Kurzzeitig dachte ich, ja, wir haben es geschafft. Aber nein, wir haben wieder eine Niederlage jetzt eingefahren. Vorhin nur unentschieden gegen Villarreal, obwohl wir gewinnen hätten müssen. Wir blicken jetzt am Ende auf jeden Fall nochmal auf die La Liga-Tabelle. Die sieht jetzt wie folgt aus. Nach ungefähr 7 Spieltagen. Real Madrid auf jeden Fall auf Platz 1 mit 19 Punkten. Danach kommt Getafe, Villarreal und wir sind nur auf Platz 4. Wir können aber noch von einigen Teams überholt werden. Das heißt, ja, wir müssen uns so langsam ranhalten und in Form kommen. Hinter uns Sevilla, Celta Vigo, Mallorca, Athletic Bilbao, Las Palmas, Osasuna, dann Espanyol, Barcelona, Valencia, Valladolid, Atletico de Madrid nur auf Platz 14, denen geht es noch schlechter als wir. Danach kommt Real Sociedad, Cádiz, Almeria, Alaves und Granada und Vallecano kommen zum Schluss. Beim nächsten Mal beginnen wir mit der Champions League Partie gegen den FC Chelsea. Danach sind wir zurück in der Liga gegen Celta Vigo und Osasuna. Dann kommt Galatasaray in der Champions League. Dann kommen noch folgende Partien. Einmal Getafe, Sevilla, Galatasaray wieder und Mallorca zuletzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao.